MaxDome im Ausland schauen, geht das? Ich guck mal kurz. Ah, da ist die Website. Und da steht, sorry, MaxDome hasn't come to this part of the world yet. Also, MaxDome ist noch nicht in diesem Teil der Welt angekommen. Und wenn ich jetzt mal beim ZDF-Livestream schaue, dann bekomme ich auch eine Fehlermeldung. Weil ich kann jetzt bei MaxDome kann ich die Filme nicht schauen, zeigen, aber wie man sieht, hier steht auch aus rechtlichen Gründen kann dieser Inhalt nicht außerhalb Deutschlands gezeigt werden. Genau, hier sieht man es. Und das kommt daher, ich schaue mal kurz, wo ich gerade bin. Also ich meine, ich weiß es natürlich, aber nur damit du das auch sehen kannst, ich bin irgendwo in Ungarn, in der Pampa. Also da steht's Ungarn. Darüber bin ich übers Internet verbunden. Ja, extra hingereist, damit ich das hier mal zeigen kann. Und was kann man jetzt machen? Also, wie gesagt, das ist doof. Hier wird mir auch angezeigt, es geht alles nicht. Ja, man kann das aber umgehen. Also das Ganze ist eine, nennt man Geo-Blocking, also geografische Blockade. Und die funktioniert nach Standort, wo man sich ins Internet einwählt. Aber es gibt da so tolle Anbieter, zum Beispiel ExpressVPN. VPN steht für virtuelles privates Netzwerk. Große Firmen benutzen das auch, um die Leute, die von zu Hause aus arbeiten, ins Firmennetzwerk einloggen zu lassen. Diese Anbieter ermöglichen es dagegen, anonym im Internet zu surfen. Also alles wird verschlüsselt. Zum einen, zum anderen kann man sich ins Internet einwählen, wo man möchte. Also ich kann hier auswählen, in welchem Land, über welches Land ich surfen möchte. Hier sind die beliebtesten quasi und ich kann aber auch hier irgendwas in Asien, Hongkong, Taiwan, Macau oder irgendwas in Afrika auswählen oder im Mittleren Osten, Ägypten, Usbekistan, Algerien, wo auch immer. Aber ich habe hier schon ausgewählt, ich möchte ja deutsches Fernsehen nutzen, deshalb verbinde ich mich hier mit dem ja, übers Internet mit dem deutschen Server von ExpressVPN. Und dann surfe ich quasi über Deutschland. Und diese Software gibt es für alle Geräte, also auch fürs Handy und Tablet und sogar für den Router. Also das heißt, wenn du dauerhaft irgendwo im Ausland bist und hast dann deinen Router da, da kannst du dann die Software installieren und sagen, ich will grundsätzlich über dieses und jedes Land, also zum Beispiel Deutschland, immer ins Internet. Und jetzt sind wir verbunden. Jetzt schaue ich hier nochmal. Jetzt lade ich diese Seite neu. Siehst hier, das lädt neu. Und es dauert jetzt einen Moment. Und ah, vielleicht sollte ich das nochmal versuchen. Oh, so, wir haben jetzt hier eine andere IP-Adresse, also, und wir sehen, wir sind jetzt angeblich in Deutschland. Und ja, das dauert jetzt zu lang hier mit dem Bild. Ich weiß nicht wieso, aber wenn wir hier nochmal zurückgehen, dann laden wir die Seite nochmal neu und wir sehen, da lädt jetzt. Monat. Genau. Da können wir weiterschauen. Und wenn wir hier das neu laden, dann sehen wir, geht das jetzt auch. Also jetzt könnten wir, ich weiß gar nicht, wieso das hier so weit links ist. Aber jetzt können wir jetzt weiterschauen. Ich habe jetzt leider keinen Account, wo ich das zeigen könnte. Aber ihr seht, so kann es funktionieren.
Noch zur Erklärung. Ach so, ja, eine Liste mit guten VPN-Anbietern, weil du möchtest ja eine schnelle Verbindung haben und nicht, dass das dauernd stockt. Also es gibt zwar auch irgendwelche komischen, dubiosen, kostenlosen Angebote und Plugins und so weiter und so fort, aber ja, die sind mit Vorsicht zu genießen. Meist sind die entweder langsam oder die haben auch irgendwelche Spam-Software oder sogar irgendwelche Viren mit dabei. Also einfach unter dem Video kannst du einfach hier auf Mehr Anzeigen klicken und dann habe ich da eine Liste mit VPN-Anbietern, die ich empfehlen kann. Wenn du auf dem Telefon schaust, gibt es meistens rechts unten so einen Pfeil, da kannst du draufklicken und dann siehst du die Liste. Und dann einfach halt mit der Software kannst du einfach auswählen, von wo aus du ins Internet möchtest. Also zum Beispiel Deutschland oder vielleicht möchtest du auch über ein anderes Land surfen, weil du vielleicht die britische Premier League schauen möchtest oder US Netflix oder so. Also damit kannst du endlich wieder deutsches Fernsehen schauen, wenn du im Ausland bist. Also Popcorn rausholen und genießen. Nochmal, also gute Anbieter, die bieten halt die Software für alle Betriebssysteme und Geräte an. Also egal, ob du ein Samsung Android-Handy hast oder ein iPhone oder iPad und so weiter und so fort. Sogar BlackBerry wird hier von einigen unterstützt. Noch, ich weiß gar nicht, wer heutzutage noch BlackBerries hat. Und wie gesagt, VPN für Router ist natürlich auch ganz praktisch, wenn du dauerhaft halt deutsche Medien nutzen möchtest. Wieso das nicht ganz günstig ist oder nicht kostenlos ist. Diese VPN-Anbieter, die müssen ja halt Internetzugänge, also Server, auf der ganzen Welt bereitstellen, weil die machen das jetzt nicht nur für Deutschland, das wird sich nicht lohnen, sondern die haben halt, wie du gesehen hast, die Möglichkeit, Internetzugriffe auf der ganzen Welt bereitzustellen. Also hier Deutschland, USA, Frankreich ist nur ein Beispiel und deshalb und wenn es schnell gehen soll, also du zahlst ja normalerweise für deine Internetverbindung auch, stell dir vor, die machen das jetzt mit zig Ländern und aber dann auch eben eine schnellere Verbindung, weil die haben ja mehrere Kunden. Wie gesagt, nochmal unten ist eine Liste. Mich würde es freuen, falls du das mal ausprobieren möchtest, dass du meinen Link benutzt, dann bekomme ich einen kleinen Obolus. Der Marktführer weltweit ist ExpressVPN, ist auch mein Favorit. Da funktioniert es einwandfrei. Die Software hat keine Macken und funktioniert super. Es funktioniert alles super schnell. Also, ich kann es nur empfehlen. Und bei vielen Anbietern, ExpressVPN auch, gibt es eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Von daher, ja, kann man da eigentlich kaum was falsch machen. Und ich werde unten im Video auch noch die Erklärung, eine ausführlichere Erklärung einfügen. Also ich habe da ein Video gemacht, wo ich das etwas ausführlicher erkläre, was Geoblocking ist und wie VPN funktioniert. Also ich hoffe, du kannst jetzt endlich deinen MaxDome-Account wieder nutzen oder sonstiges deutsches Fernsehen im Ausland schauen.